Oh mein Gott, ein Haufen Untoter, die uns im Hinterhalt haben. Wie können die verdammt nochmal im Hinterhalt sein, wenn die ganze Truppe gerade gesagt hat, oh mein Gott, da kommt was. Das ist nie und nimmer ein Hinterhalt. Das ist Sabotage. Nein, nein, nein. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Tja, aber was soll ich machen, ne? Ich kann mich ja hier über niemanden beschweren. Oh, ich glaube, dieser Zombie, der stand nicht auf Feuer. Ja, schlag mich aber ruhig weiter. Ich stehe da voll drauf. Da, 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 da. Stirb, du Zombie. Du machst einfach nichts mehr. What the fuck war das? Das war noch nicht mal lustig. Und jetzt hat das Spiel mich auch noch gebrochen. Okay, der war einfach schlecht. Ich halte einfach die Schnauze. La 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 la. Im Inneren des Baumes gibt es seltsame Monster. Solche hat Alko noch nie gesehen. Hängt das vielleicht auch mit dem Nebel zusammen? Keine Ahnung, aber im Gargantula-Tunnel und auch im verwunschenen Wald gab es Monster, die nur dort heimisch waren. Aber wenn der Nebel hier im Baum die Farce entsteht, wieso breitet er sich dann nur auf eurem Kontinent aus? Gute Frage. Das heißt, es gibt irgendeine Möglichkeit, den Nebel zu transportieren. Es bleibt auch noch die Frage offen, wozu das alles eigentlich? Zidane! Hm? Was gibt's? Vivi. Was geht ab, Vivi? Du schaust schon die ganze Zeit so nachdenklich rein. Zidane, ich habe euch... ich habe auch ein wenig über den Nebel nachgedacht. Kannst du dich noch an die Fabrik in Dali erinnern? Du meinst, wo die ganzen Schwarzmagier hergestellt werden? Wer, wie, wo, was? Ist das Mikrofon überhaupt nah genug an mich dran? Fragezeichen. Was sind denn bitte sehr Schwarzmagier? Sie sehen so ähnlich aus wie Vivi. Lilly! Entschuldige, es war nicht meine Absicht. Ich wollte nur, ist schon gut. Ich weiß ja, dass ich auch so gemacht wurde. Es macht mir nichts aus. Vivi. Auf jeden Fall war diese Fabrik doch voll mit Nebel, oder? Ja, stimmt. Und soweit ich mich erinnere, hat diese Maschine auch den Nebel eingesogen. Ja, richtig. Und auf dem Fließband wurden diese eiförmigen Dinger transportiert. Ich bin mir sicher, dass Kuya und der Nebel und die Schwarzmagier in irgendeiner Weise alle zusammenhängen. Na, das hört sich ja richtig kompliziert an, die ganze Sache. Hä? Achtung, Monster! Dann, 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 es geht los, es geht jetzt los. Da ist ein Drache, ein Drach, ein Drach, ein Drache. Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Oh nein, ich werde sterben. So, jetzt mach diesen scheiß Drachen platt. So, der lebt schon wieder viel zu lange hier. Eine Sekunde, warte mal, Battle beginnt, noch nicht tot, was, irgendwie ist das hier falsch. So, komm, du haust jetzt eine Uber, super, duper, mega, Magie raus und yes, du killst den Drachen, Vivi, ich bin so stolz auf dich. Wieso ist das Mikrofon eigentlich ganz am Wackeln, was hast du denn für Komplexe? Achso, sag mir nicht, ich komme mit meinem Bein an den Tisch ran und deswegen... Wir sind wohl mal da. Und ich dachte schon, wir kommen nicht mehr ran. Keine Ahnung, was uns da unten erwartet, aber es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Jetzt komm schon mit. Oder willst du ein süßes Mädchen wie Aiko einfach alleine gehen? Wie ich schon sagte, ein süßes Mädchen. Hey, geht nicht zu zweit weg. Wir wissen schließlich nicht, was sich hier versteckt. Ach, nicht zu weit. Nicht zu weit weg. Wir wissen ja nicht, was sich hier versteckt hält. Genau. Sag mal, Zidane. Ich sehe hier kein einziges der Lebewesen, von denen Mogu erzählt hat. Ich auch nicht. Aber du spürst sie doch auch, oder? Hier spürt man das so intensiv, da muss man kein Mogri sein. Ja, du hast recht. Ich spüre sie auch. Irgendetwas ist hier. So, dann wollen wir mal. Also zunächst einmal kurz die Group ein bisschen auffreshern. So, und dann können wir weiterschauen. Hier hinten haben wir nämlich noch eine Truhe.
So. Und was geht bei euch so? Dieses leuchtende Wasser dort unten ist wunderschön. Ob der Nebel wohl aus diesem Wasser entsteht? Wenn der Baum Lifas, also die Quelle des Nebels ist, was? Mugu hat Angst. Sie sagt, dass dieses leuchtende Wasser lebt. Aber es ist doch so wunderschön. Zidane, wollen wir es uns zusammen anschauen? Hab meine Sonnenbrille nicht dabei. Ach Mensch, du Spielverderber. Ja, okay, dann schauen wir es einfach mal an. Hey, vielleicht sollte ich einfach mal Lilly fragen, was sie davon hält. Lilly! Lilly, Mädchen! Was das wohl sein mag? Es sieht aus wie etwas Pflanzliches, aber es könnte auch eine Maschine sein. Eine Maschine? Wo sieht das denn aus wie eine Maschine? Nun, aber es ist auf gar keinen Fall ein natürlicher Baum. Naja, es ist ja schon reichlich merkwürdig, dass das Innere eines Baumes so verrückt aussieht wie hier. Oh. Der Baum scheint seit geraumer Zeit hier zu sein. Okay. Leute? Wollen wir uns das Ding nochmal anschauen? So, ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Oh, was ist denn hier? Da bewegt sich was. Oder doch nur Einbildung? Kein Kuja weit und breit. Nicht mal einer seiner Handlanger. Oder müssen wir womöglich doch bis ganz darunter? Dort unten scheint ja auch der Ursprung zu sein. Zidane! Was gibt's? Mugu, sie sagt, dass von oben etwas kommt. Von oben? Lilly, komm sofort hier rüber! Wow. Lilly! Ist alles in Ordnung? Entschuldige, ich habe mich nur erschrocken. Was ist denn überhaupt passiert? Dort! Pass bloß auf! Wir sollten auch hin. Kannst du aufstehen? Ja, es geht schon. Lass uns gehen. Seht mal, die Wand bewegt sich. Ja, stimmt. Als würde sie leben. Aiko, Vivi! Zidane, das Pulsieren der Wand wird immer schneller und schneller. Achtung! Was war das? Also nicht, Kuja. Was ist das nur? Ich höre plötzlich eine Stimme in meinem Kopf. Hast du gerade Kuja gesagt? Wo ist er? Sein Aufenthaltsort ist mir nicht bekannt. Was bist du? Und was machst du hier? Bist du derjenige, der diesen ganzen Nebel hier erzeugt? Der Nebel wird nicht absichtlich erzeugt. Es ist nichts weiter als ein Abfallprodukt, ausgestoßen über die Wurzeln des Baumes. Abfall? Seine Wurzeln erstrecken sich also bis zu unserem Kontinent über die der Baum den Nebel aufstößt? Wozu soll das denn gut sein? Wozu dieser ganze Aufwand? Um durch den Nebel den Kampfinstinkt zu wecken, so wurde sein Kontinent von Nebel umhüllt. Um dort die Saat des Zwiespalts zu säen und erblühen zu lassen, um die Zivilisation des Kontinents zu vernichten. Nur hatte Kuja wohl das Abfallprodukt zweckentfremdet und für seine eigenen Ziele missbraucht. Für seine eigenen Ziele? Was hat Kuja vor? Er erschuf aus diesem Nebel Waffen. Eine Todesmaschine, so wie dich. Hä? Zidane, das Ding da redet mir entschieden zu viel. Darf Aiko ihm den Hintern versohlen? Warte, Aiko, was hat es mit diesen Waffen auf sich? Kuja taufte sie Schwarzmagier, eine Lebensform, geschaffen aus der Finsternis des Nebels. Dann war also diese unterirdische Anlage in Dali doch von Kuja. Meine Vernichtung würde den Nebel einstellen. Dies bedeutet, dass auch die Erschaffung dieser Marionetten nicht mehr möglich sein wird. Antworte mir, kleine Marionette des Todes. Willst du deine eigene Herkunft leugnen? Jetzt reicht's aber. Das waren dann wohl deine letzten Worte. Ich werde das nicht zulassen. Vivi? Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr von meinen Freunden als Werkzeuge zum Töten benutzt werden. Genau, irgendwie ist alles ziemlich verzwickt, ja? Aber wir können ihm jetzt endlich den Hintern versohlen? Also gut, dann werden wir hier gleich dermaßen Rambazamba machen, dass Kuja sich vor lauter Angst in die Hosen macht. Der Baum untersteht seit nunmehr 1000 Jahren meiner Obhut. Noch ist der Zeitpunkt allen Endes nicht gekommen. Eine Störung wird nicht geduldet.
und meine Vernichtung wäre sinnlos. Wieso? Wieso wäre das sinnlos? Ich meine, es würde doch die Nebelproduktion einstellen. Das hast du doch gerade selbst gesagt. Also wäre es nicht sinnlos. Also fuck off, man. What are you laboring? So, da machen wir mal. Klauen. Mal gucken, ob wir direkt irgendwas klauen können. Könnte natürlich sein, dass wir nicht, also nichts klauen können. Und jetzt kommt Level 5 Tod, was echt niemanden juckt. Weil unsere HP ist nicht durch 5 teilbar und darauf habe ich auch schön geachtet im Menü. Tja, verfehlen. Magierkutte geklaut. Ist schon mal ganz nett. So, du machst einfach mal eine Runde sammeln. Du machst einfach mal Fenrir. Einfach nur, damit du es kannst. So, einfach, beziehungsweise einfach, weil du es kannst. Fenrir. Einfach mal zu Demonstrationszwecken. Groll der Natur. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Könnte man sagen, aber nein. Leider lebt das Ding noch. So. Errungenschaft freigeschaltet, Wolfskind. Wow, eine Senfbombe. Geil, wollte ich schon immer mal haben. Ah, nein. Und schon ist Zidane platt. Egal. Den können wir lockig wiederbeleben. Oh, warte mal. Was will ich hier eigentlich von dem? Brigandine hat da einen Ogerstock. Also juckt mich irgendwie alles nicht. Also was will ich eigentlich mit der Magierkutte? Tanz der Blätter. Macht sogar relativ guten AOE-Schaden, muss ich schon wirklich sagen. Was stand da gerade? Irgendwie hat man das draufgepackt, aber da kam einfach gar nichts als Effekt. Ich hab gesagt, Phönixfeder. Und nun verreck. Okay, dann halt nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, das hat beim letzten Mal vielleicht auch nicht funktioniert. Aber zumindest lassen sich die Items von dem ziemlich gut klauen. Und das letzte würde aber trotzdem bestimmt 10 Milliarden Jahre dauern. Also, Elixier und good night. Yay! Yay, mein Hals ist krank. Hier geht alles vor die Hunde. Abhauen! Da gibt es eine Sache, die ich an den Final Fantasy Games immer lustig finde, und zwar denke ich mir gerade so, gibt es eigentlich in Final Fantasy irgendwie nicht so wirklich so Wissenschaftler, sage ich mal, die die Welt irgendwie schon erforscht haben, weil mir kommt es beim Final Fantasy Spiel immer so vor, als ob man da an Orten, dass man da an Orte kommt, einfach wo kein Mensch bisher war, und ich denke mir so, Alter, das ist open für alle, wieso kennt niemand diesen Ort, wieso war noch nie jemand hier, das ist doch voll Bullshit, also genauso wie das jetzt eigentlich gerade. Wir gehen in den Baumliefers rein, ja, wieso ist denn kein anderer auf die Idee gekommen, wegen den S-Bahn, ja, okay. Aber auch nur deswegen, also aber grundprinzipiell denke ich mir so ab und zu, haben die Leute da keine Ahnung oder so? Schaut nur, wie schön sich der Himmel aufgeklettert, jetzt sieht auch der Baum richtig schön aus. Ist jetzt auch der Nebel von eurem Kontinent verschwunden? Ich denke schon, die Wurzel eines Übels haben wir ja quasi ausgerissen. Jetzt müssen wir nur noch auf Kuyas nächsten Zug warten. Vivi? Zidane, habe ich das Richtige getan? Ihr habt doch alle gehört, dass wir Schwarzmagier aus dem Nebel erschaffen werden.
Als ich das hörte, wurde mir bewusst, dass auch jetzt in diesem Moment Schwarzmagier erschaffen werden, deren Lebenszweck nur der Krieg ist. Da wollte ich das einfach nicht wahrhaben. Ich wollte das alles endlich beenden. Und jetzt? Jetzt werden keine mehr von ihnen erschaffen. Ich habe irgendwie Angst, dass sie mir das alles übel nehmen. So ein Unsinn. Also hör zu. Du musst dir selbst... Oh mein Gott. Du musst dir selbst gegenüber immer ehrlich sein. Denn keiner von deinen Freunden wird von dir erwarten, dich selbst anzulügen. Denkst du, sie werden das verstehen? Na klar, es sind doch deine Freunde, oder nicht? Hm? Was hast du, Mogu? Moko? Aiko? Was machst du denn hier? Was ist passiert? Nein, das kann nicht sein! Gut, ich gehe sofort zurück. Dann gehe ich schon mal zurück und gebe den anderen Bescheid, Kubo. Ihr wollt hier auf Kuya warten? Oder Zidane? Aiko muss ganz schnell zurück ins Dorf. Aiko, warte. Was ist denn jetzt wieder los? Unser Dorfschatz wurde von jemandem geklaut. Zidane? Aiko, wir werden dich begleiten. Das ist wirklich nett. Aber was ist denn mit Kuya? Keine Sorge. Bei den Sari ist ja mehr oder weniger um die Ecke. Kuya kann warten. Okay, let's go. So, ab zurück nach Merenzari, aber ja. Okay, wäre jetzt nicht dieses komische Espa-Schild-Dings da blub gewesen, hätte mich aber gewundert, dass nicht irgendein anderer Typ schon auf die Idee gekommen wäre, den Nebel zu stoppen. Ja, zudem kommt es wahrscheinlich noch dazu, dass es ein relativ, ja, unerforschter Kontinent ist oder so. War das nicht so? Sagte man das nicht so im Spiel? Naja, aber bei vielen Sachen ist es so, wo ich mir denke, so, hey, what? Das müsste doch bestimmt schon mal jemand vor uns mal irgendwie erforscht, durchsucht oder irgendwas haben. Ach, zack. Blitzrahm. So, bitte mach diese Goblins schnell mal bitte fertig, damit wir weitermachen können, okay? Boah, ich hab's aber heute aber auch nicht so mit dem Fasern, hab ich das Gefühl, ja? Meine Vorlesekünste sind schon mal wieder minus 1. Das finde ich etwas doof, aber... Tja, what will you make? Zudem habe ich einen ziemlich trockenen Hals. Da hilft trinken, aber das mache ich einfach mal gleich nach der Aufnahme. Das werden wir jetzt nicht mehr machen. So. Oder das werde ich ehrlich gesagt nicht mehr machen. So, schauen wir mal, was wir hier bekommen. So, überfallen, yeah. So, wir haben so einiges an Abilities jetzt fertig gelernt. Ich müsste wahrscheinlich wieder mal ins Menü reingehen und einfach mal dann deine Runde was austauschen. Ich glaube, das ist auch wirklich so. Wartet mal eben. Und hier hatten wir, glaube ich, gesagt, dass das völlig in Ordnung ist. Das ist das Beste, was ich tragen kann. Genauso hier. Also die ersten drei sind jetzt also gerade okay. Die müssen so bleiben. So, hier ist das wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Ja, hier könnte ich zum Beispiel noch Götterspeise lernen. Das ist völlig okay. Dann machen wir das halt eben so. So, Hermesstiefel musst du jetzt nicht tragen. Das kann auch jemand anderes machen. Du kannst ja so lange irgendwas anderes tragen, wie zum Beispiel... Die Wüstenstiefel, da ist Analyse drauf. Analyse kannst du doch gut gebrauchen. So, und dann geben wir das lieber jemanden, der es aber noch nicht hat. Und Gravitas wurde schon fertig gelernt. Das ist eigentlich eine Überraschung, Überraschung. So, Hermesstiefel. So, immer hast. Ist ganz nett. Und ich hoffe... Thermometer ist jetzt vielleicht nicht so der Oberknaller. Insomnia ist eigentlich auch ganz nice. Verhindert Schweigen, ja... Kommt immer drauf an, ne? Also, ansonsten, ich würde jetzt sagen, immer hast du schon mal eine ganz gute Wahl. So. Und bei Aiko schauen wir gar nicht erst rein. Das ist jetzt gerade, ja, relativ egal, würde ich sagen. So, und dann schauen wir erst mal gleich, was für ein Schatz denn eigentlich genau geklaut worden ist. Der Dorfschatz. So, das sagt uns relativ wenig. Bisher zumindest. So, was wir aber an dieser Stelle wieder machen werden, meine lieben Freunde, ist natürlich, machen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Boyskin und ich sage mal bis zum nächsten Mal. Haut rein und habt einen schönen Tag.